Dann gucken wir doch mal nach Kupfer 2. Gleich ein Autosave, warum auch immer. Was ich mitnehmen wollte, hatte ich schon Ende letzter Folge vorbereitet, richtig? Ich sehe da zwei Türme, ein paar in Arbeit. Ja, sollte okay sein. Da oben blinken Repair Packs. Ja, Repair Packs sollte ich wahrscheinlich nochmal holen. Ich brauche mehr Logistik-Slots. wo sind Repair Packs? Da hinten. 50. Machen wir die Beschränkung hier auf, keine Ahnung, 200 oder so. Brauchen wir ja doch öfters mal. So einen ganzen Batzen davon, wenn wir einen neuen Außenposten einrichten. Die Akkus da sind nicht. Ah ja, Akkus. Ich werde so viele Akkus brauchen. Wenn ich jetzt wirklich alle Fabriken noch auf die nächste MK-Stufe hochpush und überall die super tollen Speed-Module reinhau, ich werde so große Solaranlagen brauchen. Das ist krass. Achso, das ist Kupfer 1. Ich wollte Kupfer 2 einrichten. Ja. Was ist hier los? Hier ist voll. Vor allem auch mit Kohle voll. Das habe ich vergessen, hier nämlich einzustellen, dass die auch Kohle nehmen sollen. Ah, ist egal, Shift. Armer Zug. Warum hast du gar nichts drin? Oh, dich habe ich wohl vergessen. Du bist auch schon leer, du bist auch schon leer. Tinfeld, ja komm, mach das mal kurz weg. So. Edelsteinig. Die ganzen Sachen hier können wir auch irgendwo reinschmeißen. Zack, 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 zack. Na, na, die waren für mich irgendwo für. Ich weiß nicht mehr wofür, aber irgendwo waren die. So. Kupfer 2. Dafür brauche ich Schienen, gerade Schienen, die wir auch schon verbinden können, richtig? Sollte kein Problem geben mit dem Zug von Kupfer 1. So, hoch, 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 hoch. Da kommt wieder so ein langgezogener Wellentrupp mit Rot, Grün, Blau, was auch immer. Wo war die Kurve? Da hinten, ne? Da ist noch ein ganzes Stück. Ich glaube, ich mache die Basis da gleich kaputt. Das ist nur eine Basis. Ja, nur eine Basis. Wo wir gerade mal hier sind und so. Warum gehen da so viele durch? Besser. Also mit durch meine ich die Laserstrahlen. Wenn man die Strahlen sieht, heißt das, sie haben irgendwas nicht getroffen. Das ist nicht so toll, wenn man denkt, wie teuer die sind. So, wir brauchen definitiv mehr Schienen. Hier irgendwo könnten wir einen Knick machen. Vorher sollte ich allerdings gucken, wo wir hier hinten das hinsetzen. Und das ist hier schon eine neue Basis. Ich glaube, die wollten gerade eine bauen. Weg. Wir mal weg. Acht Magazine nur noch. Und die ganzen schönen lila Leichen einsammeln. Ja, also nachdem ich hier letztes Mal aufgeräumt hatte, haben sie sich schon wieder versucht anzusiedeln. Ah, das ist nicht nett von euch. Das war mein Kupfer 2. Das sieht irgendwie so mau aus. Aber man kann wohl nicht alle sammeln. Weg, weg, weg. Also klar, theoretisch kann man in den Spieleinstellungen ja einstellen, wenn man die Karte startet, dass wesentlich mehr Ressourcen da sind. Aber das macht das Ganze dann auch wieder ein bisschen zu einfach. Und falls ihr euch fragt, was ich hier gerade tue, ich habe keine Ahnung. Das sieht toll aus und wir haben später weniger Bäume in der Nähe. So, also hier kommen die Drills hin. Das heißt, hier irgendwo können wir B- und Entladung machen. Ruhig auch über die Sachen rüber, weil unsere Drills können das ja aus Entfernung rausziehen. Das heißt, irgendwo hier machen wir dann den Stopp. Auf der rechten Seite, so. Da müsste dann ein Testzug halten, damit wir gucken, wo was hinkommt.
Ja, wir brauchen auch recht viele dann davon. Kann ich schon ein paar vorbereiten. Und die paar Schienen, die wir jetzt noch haben. Wir haben keine Schienen mehr. Paar Schienen. So, während die Schienen gebaut werden, bringe ich schon mal Strom nach hier oben. No, das ist nicht gut. Das sollte ich gleich fixen, sonst fällt es mir später nicht mehr auf. So. Und das sieht gefährlich aus. Gut. Ich hätte die Station benennen sollen. Da hätte ich den Zug jetzt schon hochschicken können. Wobei, der hat noch was zu tun hier, ne? Ja, ganze Menge Eisen. Go, go. Ich habe das Gefühl, ich brauche bald einen dritten Waggon. Könnte interessant werden. So, du. Verbinde dich. Was? Hoch, grün. Das da ist nicht gut. Stell dich mal lieber so hin. Mach den hier. Ja, auch nicht gut. So. Ja, das ist besser. Und bauen schon noch ein paar Substations. Bau Substations. Das heißt, ich könnte jetzt schon Türme aufbauen. Auch wenn es nur 5 Stück sind. Warum habt ihr keinen Strom? Und auf was zielt ihr? Wechsel. Ihr wollt meine Poles anknabbern, ne? Wir haben keinen Strom hier wegen. So, da. Sollten noch mehr werden. Bau vor mal eine Radaranlage. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, und ich muss auch Roboter. Da. Roboter bauen, damit hier Roboport gesetzt werden kann und. Und die sollen hier hin, damit wir ein bisschen was von der Umgebung mitbekommen. Also zum einen mehr Karte aufdecken, ohne dass ich laufen muss, und zum anderen auch neu aufgetauchte Basen. Und so ein Krisselzeug müsste hier eigentlich auch verschwinden. Also das sind ja alles nur Artefakte. Also Fehler im System. Die sind gar nicht da. Das sind alles Gegner gewesen. Die sind mir gefolgt, ich habe dann das Kartengebiet verlassen und dann wurden die Punkte einfach auf der Karte belassen. Das heißt, wenn ich da jetzt hinlaufen würde, würden die Punkte verschwinden. Und genauso, wenn gescannt wird, müssten die Punkte auch verschwinden. Du, da, du, so. Dann Mauer. Puff. Keine Doppelmauer. Bisschen zu groß, oder? Mal gucken. Ja, wenn man nicht mehr genug Mauern hat, ist es definitiv zu groß. Bau Mauern. Und bau davon noch ein paar. Weil 5 ist mir... Also ja, wir haben jetzt irgendwie 3-mal oder so Damage erhöht. Seitdem ich drauf gekommen bin, dass es vielleicht eine gute Idee ist, das nochmal zu machen. Aber selbst das wird nicht so einen Riesenunterschied gemacht haben. Ein Turret schießt. Okay. Nimm bitte Roboport, setz Roboport. Da ist zu nah. Nö, Kiste, Ärmchen, passt. Okay. Dich dahin. Dich dahin. 50 davon da. Ich habe wieder keinen Repair-Bots dabei, aber die kann ich mir unten gleich klauen. Blaue Kisten kann ich erst setzen, sobald ich weiß, wo der Zug hält. Okay, bau. Die da, wenn du mit dem ganzen Ramsch fertig bist. Setz das mal bis hier so. Ja. Dann noch 2 davon. Und das sollte das Gröbste erstmal gewesen sein. Ja, jetzt brauchen wir erstmal einen Zug und müssen unten das zerlegen. Ist nur ein wenig wackelig. Sobald hier einmal was gekappt wird, haben wir ein Riesenproblem. So, Alt wieder drücken. Du bist leer. Du kommst bitte. Ich will gar nicht so viel Kohle abbauen. Bauen wir hier die Christ.
Dalle lieber ab. Strom. So. So. Die Kristalle brauche ich für meine Munition. Die bekomme ich ja nicht nur aus Leichen. Und für noch mehr Türme. Also ja, es ist wichtig, dass wir das jetzt zu Ende machen. Ich benenne dich nur mal um. Du bist jetzt nicht mehr Kupfer, du bist Eisenkristall. Eins. Als wenn wir jemals eine Eisenkristallmine 2 hätten. Aber gut. Das wird das. Das kommt so mit. Das kommt so mit. Verteidigung bleibt hier. Eigentlich müsste ich auch alle Kristalle hier in das Ding mit reinschmeißen. Das sind zu viele, das ist friemelig. Die mache ich immer zwischendurch. Oh. Immer zwischendurch mal von Hand. So. So, so. Gut. Und da das Ding jetzt ja noch eine ganze Weile hier fährt, haben wir ein Problem. Wie machen wir das mit Zügen? Eigentlich müsste jetzt ein zweiter Zug fahren. Das geht auch, das ist gar kein Problem. Sage ich so einfach. Es ist ein Problem. Weil ich müsste wieder mit Signallampen arbeiten, das ist eine Weile her und sowas vergesse ich ganz gerne. Wir bräuchten dann quasi so eine Wartestelle. Ach. Und mit Leichen, nur mit. Also, das funktioniert folgendermaßen mit den Lampen. Wenn ich sage, ich markiere, platziere hier eine Lampe und irgendwie da hinten, dann wird das als ein Abschnitt deklariert, von der Lampe bis zur Lampe, wenn ich mich recht erinnere. Oder das war Open Transport Tycoon. Wird das als ein Abschnitt deklariert. Wenn ein Zug in diesem Abschnitt ist, kann kein anderer den betreten. Das klingt selbst für mich zu vage. Das müsste ich wieder testen, aber testen heißt, ich mache Sachen kaputt. Wir müssen einfach Eisenkristall 1 möglichst schnell abbauen, dann ist es okay. Solange wir zwischenzeitlich genug Vorräte haben an Rohkupfer und Roheisen, ist alles gut. Also Rohkupfer ist eher das Problem. Zeig mal her. Oder auch nicht. Okay, wir sind bei 109.000. Wir hatten am Ende der letzten Folge gesagt, dass es bei 40.000 Kupfer rum gerade kippt. Ich wusste nur nicht, in welche Richtung. Und es war definitiv in eine gute Richtung. Sind bei 47.000. Eisenplatten kommt irgendwie nicht zu den 100.000. Weiß auch nicht. Hm. Ja, ich habe euch so eingestellt, dass ihr nicht super schnell arbeitet, sondern auch ein bisschen Strom spart. Weiß nicht, ob ich das noch muss. Kann ja mal testweise die ersetzen. Also ich lasse das Grüne drin. Und ersetze jetzt nur die hier. Wobei ich unbedingt davon auch mal im K6 oder so erforschen sollte. Dürfte hier gut was ausmachen. Und ich habe schon wieder keine Module. Ding. Na, ist das schön, einfach so 50 Stück mal abgreifen zu können, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Wo war ich? Hier war ich. Module? Hey. Ah, da. Raus, rein, raus, rein, raus. Rein, raus, rein. Dürfte einen kleinen Boost geben. Weil ich will es echt, ne? 100.000, 100.000. Also 100.000 Eisen, 100.000 Kupfer immer auf Vorrat haben. Und sobald es drunter fällt, geht für mich quasi eine Alarmglocke an, dass ich ganz schnell was machen muss. Das wäre so mein Plan. So, wie schaut es mit Stahl aus? Ist unter 1000, ist auch kein gutes Zeichen. Ah, MK1. Ich auch. So. Wir haben gar keine grünen Module, das geht auch nicht. Tappa, 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 tappa. Kann ich schon die besseren grünen Module? Nö, okay. Dann nimm bitte. Zack. So, geh hier hinten hin. Das gleiche, was wir jetzt hier gemacht haben, machen wir auch beim Stahl. Also. Jeweils ein davon, Restspeed. Ein davon. Was? Ah. Ich habe schon gleich wieder keine davon mehr. Gehen echt weg wie warme Semmel, oder? Dum, dum, dum.
einen noch. MK2. Die MK2 geht schon mal gar nicht. So, schön MK3 hier. Das sollte auf jeden Fall das drohende Stahlproblem beheben. 890 schwankt es gerade drum. 860. Moment mal. Dann kriegen wir jetzt weniger Stahl, obwohl ich überall Dreier reingepackt habe und besseres Bietenlule. 880, 890. Ja, mal gucken.